Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Smite. Today we play Odin. Ja, Odin ist der Allvater der Götter sozusagen. Und jetzt bin ich überlegen, wie spielen wir denn? Auf jeden Fall werde ich mir Mana Meditation holen, weil Mana Meditation einfach nur genial ist. Ich könnte natürlich diesmal auf Tank gehen, aber hey, komm, wer spielt schon Tank, wenn man DD sein kann? Ach ja, High Tank sollte ich auch mitnehmen natürlich, sollte ich nicht vergessen. Das ist eigentlich so der Standard-Einkauf für alle Charaktere, außer man ist mutig und holt sich Herzig als erstes. Ja, kommen wir einmal ganz kurz zu den Attacken von mir. Ich habe einmal auf 1 Launch. Damit kann ich springen und mache ziemlich vielen Schaden, also 140, das ist schon eine Menge. Dann habe ich auf 2 Odin's Shout, damit mache ich einen Buff, womit ich meine Attack-Speed erhöhe, stark erhöhe. Richtig genial, schön nice. Auf 3 mache ich eine kleine AOE-Attacke um mich rum zu, welche die genau noch verlangsamt. Auch richtig, richtig nice. Und die macht auch noch ziemlich viel Schaden. Meine Ulti, da mache ich einen Käfig, wo die Gegner nur rausspringen könnten, theoretisch. Ist ziemlich gut, um ja, Gegner einzusperren. Da kann man draufhauen. In der Zeit, wo ich den Käfig mache, kriege ich auch noch einen Buff, wo ich meine Verteidigung, meine Angriffspower erhöhe. Ja, das ist doch richtig, richtig gut. Der tut hier gleich richtig Damage machen, der Zeus. Odin Zeus ist mit einer der besten Kombos. Mit, oh, ich werde gleich schon einen Tod, wie es aussieht. Und. Ah, schade. Nice, richtig, richtig nice, muss ich sagen. Der Zeus, der weiß, wie man spielt. Ach ja, meine passive Fähigkeit, kann ich auch mal sagen. Von der passiven Fähigkeit habe ich einen gewissen Sichtradius, auch durch den Jungle hindurch und sowas. Dadurch ist es nicht so einfach, von hinten zu kommen und mir Schaden zuzufügen. Ja, wir werden das noch sehen, wie das läuft. Also ich bin jetzt mal ganz gespannt. Der Zeus scheint gut zu spielen, dann muss ich nicht so eine Angst haben, dass es so ein scheiß Noob ist. Ah, das ist ein ziemlich gefährlicher Gott, finde ich. Also, die Ulti ist nicht ohne. Ah, der ist schon wieder fast tot, der Bacchus. Also, wir machen jetzt ziemlich viel Druck. Druck. Ja. Muss ich sagen, ziemlich viel Druck. Das finde ich gut. Lass mal ein bisschen rauskommen. Ja. Sieht gut aus. Oh. Ah. Mache ich jetzt mal meine Gangas Might höher. Ich habe ja meine Mana Meditation, also Mana wird nicht das Problem sein bei mir. Der Zeus, der ist echt, echt gut, ey, muss ich sagen. Wer weiß, was er tut. So, machen wir mal ein bisschen Stress hier. Ah, die Attacke von... Ja, nice. Well. Sehr nice. VVGN. Der 2 spielt wirklich gut. Nein! Der Tower hat mich gekillt. Scheiße. Mist. Blöder Tower. Ah, was mach ich? Kauf mal Stiefel in meinen höher. Und habe ich noch genug Geld über für Movement, für Abilities.
man braucht, was ziemlich gut ist, ist Creeping Curse mit Odin, sollte man sich auch ziemlich früh holen. Dadurch kann man die Gegner verlangsamen. Das ist sehr, sehr praktisch, wenn man seine Ulti zündet, weil dann können die Gegner nicht weglaufen. Und allgemein werden sie jetzt verlangsamt in meiner Umgebung, das ist richtig praktisch. Wir gucken uns das mal ganz kurz an. Also, wenn ich das aktiviere, werden die Gegner 35% verlangsamt und passiv um 10%. Also 10% slowen, das ist schon ziemlich praktisch. Aber trotzdem wird man sich später oder früher oder später auf jeden Fall noch Dings holen. Hui, hui, ich bin besoffen, das macht doch Spaß. Ja, gut. Mist. Das war jetzt, Fail. Das war zu aggressiv. Okay. Das war... Ja, auf jeden Fall zu aggressiv. Oh Mann, ups. Ich sollte vorsichtig sein. Hat einer von den Harzika oder sowas? Fängt keiner mit Harzika an, das ist gut. Gut zu wissen. Keiner hat von den Abilities? Doch, Bacchus hat sich Meditation geholt. Also sagt uns das, ich sollte nicht ohne Zeus gegen zwei Stück fighten. Ist noch nicht, bin ich noch nicht stark genug für. Aber das macht ja nichts. Das kriegen wir auch noch wieder raus. Ich bleib lieber jetzt hinten bei Zeus. Sicher, sicher. Ich habe seine Angriffsgeschwindigkeit mal ein bisschen erhöht, dann kann er seine Blitze schneller auf die Gegner kriegen, das ist ganz praktisch. Jetzt. Shit! Beide überlebt, ey, schon wieder. Das gibt's doch nicht. Die haben mehr Glück als Verstand. Ich mal lieber. Oh, hat mich getroffen. Oh, das tut mir aber leid. Das bringt ja alles nichts. Anubis ist too much OP. Ja, naja, musst du dir nur einen Insignia holen, dann ist das nämlich Anubis nicht mehr so ganz so stark. Ah, Bacchus. Toll. Mal ein bisschen zurückgehen hier. Das Blöde ist, ich kann die am Tower nicht mit meiner Ulti kriegen, das ist schlecht. Ja, good job, sehr gut. Hat er gut gemacht. Hat sich mein Creeping Curse ja bezahlt gemacht. So, machen wir jetzt schon ein Tor kaputt, so wie es aussieht, das ist doch. Das sieht doch ganz gut aus, finde ich. Ja, gute Idee, ich gehe auch mal zurück. Ja, gehe ich auch mal zurück. 1800 Gold, dann kann man mal wohl mal
in Kofen gehen, würde ich sagen. Siege. Und Power. Da brauchen wir auf jeden Fall den Frostbound Hammer, um die dann noch weiter zu verlangsamen. Weil Attack Speed ist momentan noch nicht so wichtig, da ich hier meinen Buff habe. Da bringt es zwar noch nicht viel, aber später ist das schon ganz schön brutal. Ich habe meine Ulti wieder ready, er noch nicht. Okay. Aber eine Ulti ist auch nicht gerade sehr lang, also... Ah, in der Mitte. Wir sollten mal Mitte gehen und... Ist ganz schlecht, ey. Ah, der hat beide gekillt. Shit, ist der Drache gut. Nee, lol. Der ist ja richtig super, der Drache, ey. Ah, Drache ist und so der beste Charakter in der Mitte. Uns abgesehen, ey. Es gibt nichts Stärkeres in der Mitte als den Drachen. So, machen wir die mal platt hier. Backus, 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 du kleiner Spackus, Spackus, Spackus. La 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 la. Ich habe keine Heiltränke mehr, das ist schlecht, oh ja. Ich habe eine Ulti ready, Zeus. Ist Ulti auch ready? Ja, hat er. Scheißegal, sehr gut. Na, rausgegangen. Wenigstens wir auch beide Kills, das ist auch nicht schlecht. So, machen wir weiter hier. Ah, Bacchus ist noch da. So sieht es aus, wie das Ares rausgegangen. Ares ist wohl... Schnauze wohl voll. Ach, Bacchus ist... Bacchus finde ich ist mega ungefährlich irgendwie. Ich weiß nicht. Bacchus ist so... low irgendwie. Keine Ahnung. Als neuer Gott habe ich mir gedacht, ja, jetzt kommt wieder sowas OP-mäßiges, aber Bacchus. Weißt du, dass man den ganz schlecht tot kriegt? Ist ja eigentlich ziemlich ungefährlich, finde ich. Nehme jetzt auch nochmal Heiltränke mit. Wir sollten vielleicht mal hier rechts ganken gehen. Oder Zeus könnte nach rechts gehen. Oh Mann. Machen wir einen Lane-Switch oder sowas? Würde ich sagen. Ich hole mal schnell den Drachen, den könnte ich kriegen. Dann helfe ich den Drachen mal beim Drachenkillen. Sozusagen. Da haben wir den kleinen Drachen aber ein bisschen Angst gemacht.
Ah, eigentlich wollte ich das Zeus Mana kriegen. Naja, okay, egal. Gut gemacht, gut gemacht. Ja, ist mir egal, ob ich am Tower-Target bin. Ach, Bacchus ist jetzt auch hier. Haha, okay. Hat Zeus Ulti ready? Nee, hat er nicht. Okay, okay, okay. La 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 la. Das sieht doch ganz gut aus. Hey, Bacchus, altes Haus. Oh, shit. Hui! Ich bin so voll, oh yeah. VV, nee, VVB muss das sein. VVB. So. Da das ja momentan ziemlich gut aussieht, werde ich mir jetzt erstmal... Frostbound Hammer hab ich. Entweder hole ich mir jetzt erstmal... Ja, Quinz. Quinz ist immer gut. Quinz kann man immer gebrauchen. Ach ja, und Heiltränke sollte ich auch mal mitnehmen. So, das noch eben. Ich werde Mitte am Stell verteidigen. Weil der böse, böse, kleine Drache da böse ist. Mann, 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 Drache. Meinst du, ich hab Angst oder was? Jetzt hat er Angst, lol. Also, kein Mana mehr. Also, nicht so tragisch alles. So, das habe ich auch auf Max. Ich habe meine Ulti wieder ready. Dann werden wir die beiden jetzt mal kaputt machen. Oder vielleicht auch die drei, mal sehen, ey. So, den haben wir. Sieht doch ganz gut aus, sieht doch ganz gut aus. Bei denen, ach ja, der Adres ist ja abgehauen. Stimmt, da sind ja noch zu viert. So. Ja, Flair ist auch nicht schwer zu spielen, muss ich sagen, dazu. Also. Hey, Spackos, Bacchus. Alte Socke. Na, was ist los hier, hä? Oh. Jetzt haut er wieder ab, ne? So ein Feigling. So ein Feigling. Also nicht auch noch hier stand hier, weil ich besoffen bin. Weil ich besoffen gemacht worden bin. Loki? Loki ist nice, ja, Loki ist nice, wenn man den spielen kann, ist er richtig gut. So, du bist. Wo ist denn mein Drache jetzt? Mein Drache haut ab, ey. Oh, Bacchus. Wo ist eigentlich mein Zeus, ey? Was macht der denn? Zeus ist tot.
Ja, da haben wir beide gekriegt. Leider beide nicht meine Kills. Ah, Grimmel, egal. Irgendwer sollte mal Artemis in der Mitte nerven. So, so, so. La 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 la. Tralala, tralala. Also careful at other. Sie sollten mal, ja genau, Mitte sollte mal jemand hingehen. Oh. Hat er mich nicht gekriegt, der arme Irre. Muss ganz kurz gucken. Ich hab Ulti gleich wieder ready. Wo ist eigentlich unsere Freya? Da waren wir noch ein paar mehr Mann hier. Jetzt haben sie wieder Angst. Jetzt kriegen sie wieder Schiss, die Lappen. So, jetzt macht hier fertig alles. Ich habe zu wenig Leben, ich kann nicht weiter drauf. Da. Habe ich genug Geld? Ah, ich brauche noch ein bisschen Geld. Ich gehe mal ganz kurz zurück. Ist mir egal, ob ich genug Geld habe oder nicht. Ich brauche auf jeden Fall, weil wir Leben auffüllen hier. Sieht aber recht gut aus bei uns. Irgendwie haben die zwei Tore geputzt. Ich weiß nicht wie, aber haben die hingekriegt. Ach, Drache. Der blöde Drache, der blöde Drache. Ach, der kann eine Attacke jetzt abfangen. Okay. Tralalalalalala, tralalala, tralalala. Zack! Ah, die haben es geschafft, sehr gut. Haben die gut durchgepusht. Jetzt kann ich schon wieder zurückgehen, weil ich mir Quinn jetzt auf Max holen kann. Quins machen eine Menge Schaden aus, also wirklich eine Menge. Also sollte man sich, auf jeden Fall Attack Speed sollte man ein wenig haben und Lifesteal gleichermaßen. Also ich denke mal, ich werde jetzt ein wenig auf Brawler Sticks und meinen Deathbringer hinarbeiten. Um halt einen gewissen Prozentsatz an Lifesteal zu haben und Crit zu haben. Und am Ende werde ich noch ein bisschen minimal Attack Speed da hochzuholen. Sind alle jetzt da? Das ist schlecht. Eventuell werde ich mir noch Fatales holen, muss mal gucken. Ah, lol. Mal gucken. Die Busse sind leider alle weg, das ist ein bisschen blöd. Ei, der Drache ist richtig gut, ey. Ah. Hier, Buff. Buffs kann man sich immer holen, Buffs sind immer gut. Ah, die überleben das ja noch. Zack, zack. So. Wollen wir mal hier. Wir gehen jetzt. Ach, die gehen am Aufgegeben. Alles klar. Leider haben wir mal wieder Odin nicht im Endgame gesehen. Odin ist mega stark im Late Game, also Ende. Richtig stark, richtig gefährlich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch gezeigt, was Odin so einigermaßen kann, wie man Odin spielt. Und Kombination mit Odin, wie zum Beispiel mit Zeus, ist natürlich richtig krank. Da ich die Gegner einsperre und Zeus dann seine Ulti da reinklatschen kann und dann ist so und so vorbei. Ja, ich hoffe an dieser Stelle, das hat euch alles gefallen. Ich sag dann jetzt macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye.